Hi, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich wollte noch mal kurz erwähnen, dass es ungefähr 30 Grad in meiner Wohnung sind. Ich meine, ich war eben duschen und ich schwitze schon wieder wie so ein Elch. Also, können Elche überhaupt schwitzen? Ist Elche die Mehrzahl von Elch? I don't know. Jedenfalls habe ich heute wieder ein Video für euch, wo ich Produkte teste. Und zwar habe ich ein Full-Face-Make-up bei DM bestellt. Das Ganze habe ich ja schon mal mit Douglas gemacht. Das kann ich euch gerne mal hier oben in der Infobox verlinken. Ja, irgendwo da. Und heute haben wir das alles mit DM gemacht. Ich habe versucht, so viel wie möglich Neuheiten zu bestellen. Einige Sachen davon gibt es schon eine Weile, einige sind relativ neu. Ich muss dazu sagen, also ich habe die Produkte schon seit einer gefühlten Ewigkeit und habe davon auch natürlich schon ein paar ausprobiert, weil ich es natürlich wieder nicht lassen konnte. Aber einige Sachen habe ich auch noch nicht ausprobiert. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, gebt dem Video auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben. Abonniert, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, quatschen wir nicht mehr lange, sondern legen direkt los. Zuerst habe ich hier ein Hautpflegeprodukt. Mikro Needling Augenpads. Augenfalten mindernd und glättend mit 3D Mikrohyaluron Gelnadeln und Anti-Age-Peptid von B-Routine. Das habe ich, glaube ich, in einem TikTok gesehen und wollte es unbedingt ausprobieren, weil ich es echt cool fand. So sieht das aus. Ist hier jetzt noch was drauf oder ist das schon fertig so? Ich dachte eigentlich, das fühlt sich irgendwie feucht an oder so. Okay, ist gar nicht feucht, das fühlt sich recht trocken an. Nicht, dass ich die jetzt schon zu lange gelagert habe und das vertrocknet ist. Wenn ihr die schon mal probiert habt, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob die sich eigentlich feucht anfühlen müssen. Vielleicht habe ich sie auch schon zu lange gelagert, wer weiß. Boah, hier läuft schon wieder die Oberarme runter. Okay, dann würde ich sagen, geht's weiter mit den Augenbrauen. Und das habe ich auch schon ausprobiert und war sehr zufrieden damit. Das ist Lift and Snatch Brow Tint Pen von NYX Professional Makeup. Genau, da habe ich auch wie bei dem Micro Brow Pencil immer die Farbe Ash Brown. Das ist einfach so ein Stift, hat so eine Filzspitze. Und ich weiß nicht, ich stehe in letzter Zeit total auf solche Filzspitzen, sowohl bei Augenbrauenprodukten als auch bei Eyelinern. Augenbrauen habe ich mir übrigens auch mal abrasiert. Ich muss dazu sagen, so Soap Pros und so steht mir halt echt einfach gar nicht. deswegen mache ich mir hier trotzdem eine definierte Linie unten drunter, weil ich das hier einfach gerne richtig snatched habe. Und ja, versuche dann einfach die Härchen so ein bisschen in die Wuchsrichtung zu zeichnen, dass es halt noch natürlich aussieht. Ja, also es ist auf jeden Fall nicht so krass stark pigmentiert, aber trotzdem macht es seinen Job auf jeden Fall gut. Also da kann ich jetzt nichts gegen sagen. Man kann damit auch echt schön dünne Härchen zeichnen. Ich mag es ja auch, meine Augenbrauen mit Concealer zu umrunden. Und zwar habe ich einen Concealer von Catrice mir geholt. Den Clean ID High Cover Concealer. Fragrance Free, Silicone Free, Mikroplastik, Particles Free und Vegan. Ich habe den in der Farbe 010, also wahrscheinlich der hellste. Den habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ja, der lässt sich wirklich sehr schön auftragen. Ob er High Coverage ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Doch, der deckt schon ganz gut ab. Aber ist trotzdem echt leicht im Tragegefühl, was mir gefällt. Ist auf jeden Fall lightweight, aber deckt trotzdem gut die Äderchen auf meinem Augenlid ab. Ich meine, hier mal zum Vergleich. Ja, gefällt mir sehr gut. Meine Haut im Gesicht bräunt sich im Sommer jetzt nicht so stark, weil ich halt eine Feuchtigkeitscreme benutze mit Lichtschutzfaktor 50+. Muss auch, wegen UV-Strahlung, Falten und so, ihr wisst Bescheid. Aber dieser Concealer ist, glaube ich, mit 010 die hellste Farbe. Es kann auch sein, dass ich falsch liege, aber ich glaube, das ist die hellste Farbe. Und er passt jetzt zu meinem leicht gebräunten Sommerton. Im Winter bin ich ein Weißkäse und ich glaube, da wäre er zu dunkel. Also den Concealer, den ich sonst immer benutze, der ist ja von e.l.f. Cosmetics und das ist nicht die hellste Farbe. Ja, ich glaube, das ist so die zweithellste und das scheint wohl die Hälfte zu sein. Ich vergleiche es einfach nochmal kurz auf meinem Handrücken. Ja, also das ist, glaube ich, die zweithellste Farbe von e.l.f. Cosmetics und das ist die, glaube ich, hellste Farbe von Catrice und das ist schon einen ganzen Zacken dunkler. Dann sette ich mal eben mein Augenlid mit dem Puder, was ich mir geholt habe, und zwar von Essence, das Skin Lovin' Sensitive Mineral Powder und in der Farbe 01 Translucent. Das ist so ein Pressed Powder. Aber Blurring ist ja dann auch wie so ein Weichzeichner, also. Ja, kann ich bestätigen. Kommen wir zum Augen-Make-up. Und da habe ich
tatsächlich etwas Neues, was ich auch noch nicht ausprobiert habe. Und zwar von BH Cosmetics Let That Shit Go Lidschattenpalette. Genau, da gab es ja ganz, ganz viele verschiedene Farben, Farbranges. Ich habe mich jetzt aber für Let That Shit Go entschieden, weil das so für mich so mit das Interessanteste war. Mich fuckt halt einfach nur ab, dass das Cover so ist, aber die Palette so rum aufgeht. Das ist quasi falsch rum drauf. Leute, bei Kunden mit Zwangsstörung könnt ihr das nicht machen. Das geht nicht. Ich bin so richtig so, das muss eigentlich so rum. Nee, das ist... Aber ich denke, ihr seht schon, ich mag ja sehr knallige Farben. Ihr könnt euch, denke ich, sicher denken, welche Farbe mich angesprochen hat, nämlich genau die hier. Hat auch echt schöne Farbkombinationen. Die vier hier sind matt und die 1, 2, 3, 4, 5 Farben sind Schimmerfarben. Wir haben jetzt kein direktes Glitter, sondern einfach echt Schimmer. Ich swatche euch mal die matten Farben erst mit meinem Finger. Danach sollte man zwar die Deckkraft nicht beurteilen, weil es ja mit dem Pinsel auf dem Auge funktionieren muss, aber ich swatche die euch jetzt trotzdem mal. Das sind die matten Farben. Und jetzt swatche ich euch mal die Schimmerfarben. Ja, geil. Das sind definitiv Fingerfarben und die sind auch richtig geil pigmentiert. Eventuell vielleicht auch mit einem nassen Pinsel, mit einem trockenen Pinsel glaube ich eher nicht so. Aber ja, sehr geil. Ich werde natürlich wieder versuchen, so viele Farben wie möglich zu verwenden. Wird heute also ein schön bunter Augenlook. Ich denke, ich mache ganz basic eine Cut Crease, wie ihr es bei mir wahrscheinlich hauptsächlich kennt. Da gehe ich zuerst natürlich mit der natürlichsten Farbe rein. Als Transition Color nehme ich jetzt Bliss Cut und gebe das hier eher von der Hälfte nach in den Innenwinkel. Von der Mitte nach außen gehe ich jetzt in diesen Ton namens Palo Santo. Aber es lässt sich auf jeden Fall schön ineinander verblenden. Ich hätte ja auch mal meinen Pinsel waschen können, ne? Hier außen werde ich jetzt mal dieses dunkle Grün verwenden. So, presse ich mir das hier schön in den Außenwinkel. Und das wird dann durch diesen Augenpad richtig schön gesnitcht sein. Und verblende das nach innen so ein bisschen. Die Farbkombi ist hier halt jetzt ein bisschen außergewöhnlich, aber... Kann man machen, warum nicht? So, und jetzt werde ich mir hier noch schnell eine Cut Crease hinmachen und dann schaue ich mal, welchen Glitterton ich hier nehmen werde. Als Eye Primer habe ich jetzt den von Anastasia Beverly Hills genommen. Mittlerweile echt ein Favorite von mir. Den habe ich auch beim Douglas First Impression Video tatsächlich entdeckt und den nehme ich jetzt immer. Also der Glitterton hier gefällt mir tatsächlich am meisten, aber ich glaube, der passt halt überhaupt nicht zu dem Look gerade. Ich glaube, ich werde zwei Glittertöne verwenden. Und zwar die beiden hier. Der hier ist ein bisschen dunkler, deswegen werde ich den hier in die Mitte setzen. Und der ist ein bisschen heller, deswegen werde ich den in den Innenwinkel setzen. So, dann werde ich zuerst mal mit dem Finger reingehen und das erstmal so grob auftragen. Und die Feinheiten, dass alles ausgefüllt ist, werde ich dann mit einem nassen Pinsel versuchen, mit dem angesprühten. Ja, also was ich jetzt schon sehen kann, ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera seht. Wenn man es mit dem Finger aufträgt, lassen sich die Glittertöne untereinander auf jeden Fall besser ineinander blenden. Und dazu kommt auch, dass das Glitter da drin einfach mehr rauskommt. Wenn ich mit einem nassen Pinsel auftrage, ist der Übergang zwischen den Glittertonen eher sehr kantig und sehr patchy. Ich sag die ganze Zeit Patchy. Ich muss immer an Patchy, den Piraten von SpongeBob, denken. Und das Glitter geht auch so ein bisschen verloren, weil es halt durch die Feuchtigkeit auf dem Pinsel, denke ich, weil so ein bisschen platt gedrückt wird und es wirkt einfach so mehr metallisch. Ja, aber ich glaube, das ist bei Glittertönen allgemein so. So, ich werde mir jetzt noch diesen Glitterton hier in den Innenwinkel setzen, so ein bisschen als Highlighter. Das sieht doch sweet aus. So, weil ich die Farbe aber trotzdem liebe, werde ich die dann, nachdem ich meine Base gemacht habe, nochmal unter mein Auge geben. Dann habe ich mir zwei an der Stückzahl Eyeliner gekauft. Und zwar, schwarze Eyeliner habe ich genug, dachte ich mir. Ich brauche mal einen braunen Eyeliner. Und da habe ich mir den Hyper Easy Brush Tip Liner von Maybelline geholt. Der ist irgendwie, der hat so ein voll cooles Packaging. Das ist so sechseckig, glaube ich. Ja, halt auch echt schöner Braunton. Ich habe es schon ausprobiert. Finde ich mega. Und dann noch den Epic Wear Waterproof White Eyeliner von NYX Professional Makeup. Den habe ich auch schon ausprobiert und ich muss sagen, es ist halt einfach dieser White Plank Eyeliner, den NYX vorher hatte. Den gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr.
Also es ist halt irgendwie genau das Gleiche. Die Formulierung, es wird auch so ein bisschen trocken und bröckelt so ein klein wenig wie die Withered Brides. Das ist ja da immer so ein bisschen das Problem. Aber also ich habe das Gefühl, das ist einfach nur eine neue Verpackung und ein neuer Name. Aber ansonsten ist es ungefähr das Gleiche. Ich nehme jetzt zuerst den braunen Eyeliner von Maybelline. Epic Wear Waterproof Eye and Body Liquid Liner. Hier auch mit so einer Pinselspitze. Ich wollte euch nochmal kurz zeigen, ich habe von Maybelline noch was geholt, was mich brennend interessiert hat, was ich nachher vielleicht auch noch benutzen muss. Und zwar der Master Fixer Make-Up Remover Pen. Der sieht so aus und das ist wirklich so ein Megateil für mich, als ich das entdeckt habe, weil ich kann mir einfach nicht Mascara auftragen, ohne alles zu tuschen, außer meine Wimpern. Ja, und das ist halt ganz praktisch, weil da geht man damit dann halt drauf, dann ist der Patzer weg und hier hat man sogar noch drei Ersatzspitzen drin. So, dann mache ich die Pads jetzt mal ab und gucke, ob es was gebracht hat. Aber ich glaube, die müssten halt tatsächlich feucht sein. Ich glaube, ich habe die bestimmt zu lange gelagert. Aber fühlt sich tatsächlich recht frisch an. Und auch so ein bisschen glatter und aufgepolsterter. Also ich sehe jetzt nicht so großen Unterschied, aber vom Gefühl her. Als Primer habe ich mir den Marshmallow Primer von NYX geholt. Den habe ich auch schon ausprobiert. Den fand ich eigentlich ganz süß, weil also das, was rauskommt, ist halt wirklich wie Marshmallow, ne? Soll halt schön hydrierend sein und Skin Smoothing und so. Riecht einfach so süß. Ist jetzt nicht für jeden was. Also es riecht halt, wie der Name sagt, nach Marshmallow. Ich schwitze jetzt schon nur mit dem Primer drauf, ne? Ich muss mir gleich eine Full Coverage Foundation drauf machen. Ja, und zwar habe ich die HD Liquid Coverage Foundation. Lasts up to 24 hours. Mattifying Waterproof Sweatproof. Second Skin Effekt von Catrice. Ich denke, die Farbe müsste passen. Und hat eine Pipette. Erinnert mich irgendwie an die Total Control Drop Foundation, nur dass die hier viel größer ist und viel weniger kostet. Ich werde es zuerst mit einem Pinsel einblenden und gehe dann auf jeden Fall nochmal mit einem Beauty Blender drüber. Ich bin ja gerade irgendwie gar kein Fan von so viel Foundation. Aber was muss, das muss, ne? Irgendwie brennt das auf meinem Kinn. Muss das so? Ich könnte gerade ausrasten. Also an sich sieht die Foundation eigentlich ganz gut aus. Die war ja auch so mega auf TikTok gehypt. Elfriede! Naja, sagen wir es mal so. Da, wo ich die Augenpads hatte, das liegt ja jetzt natürlich nicht an der Foundation, aber hier ist es einfach so weggerutscht und will irgendwie auch nicht haften. Und man sieht halt übelst hier so einen Rand von den Augenpads. Ich hoffe, der Concealer kann das fixen. Ich merke aber jetzt schon, wie ich schwitze. Vor allem hier schwitze ich immer ganz, ganz schlimm. Und hier wird es jetzt schon so ein bisschen patchy. Ich mach mal den Rest, dann werden wir es ja sehen, aber ob die wirklich so threadproof ist. Concealer von Catrice. Ich glaube, als nächstes mache ich erstmal Blush, denn da habe ich mir das erste Mal in meinem Leben einen Creme-Blush bestellt. Von Elf, das gibt's ja jetzt bei DM. Warte mal kurz, Elf gibt's jetzt bei DM. Da muss ich mir meinen Concealer nicht mehr bei Douglas bestellen. Genau, der kam in dieser Packung und ist halt so ein Pöttchen. Und die Farbe ist Tahiti. Oh, ich habe sowas noch nie benutzt, ne? Creme-Produkte. Ich war immer nur Puder, aber Creme, Blush, Creme, Contour habe ich noch nie benutzt. Bin jetzt mal sehr gespannt. Ich glaube, ich mache es halt auch schon direkt komplett falsch. Nehme ich dafür einen Stippling-Brush? Ich glaube schon. Ah ja, mit Stippling Brush geht das richtig gut. Schön.
Aber in der Zeit ist jetzt meine Foundation schon dezent gecreased. Okay, ich pudere jetzt mein Gesicht erstmal nochmal komplett ab mit dem Puder von Essence. Also das Puder hält auf jeden Fall, was es verspricht. Es mattiert, was ich gerade eigentlich echt schön finde, obwohl ich matt eigentlich gerade gar nicht mehr so mag. Es gibt so einen Blurring-Effekt, wie so ein Weichzeichner über die Haut. Ja, gefällt mir eigentlich ganz gut. Den hier. Und dann werde ich den hier richtig schön in das Dunkelgrün hier aus ein bisschen reinblenden. Nice. Wirklich sehr, sehr schön. Das Problem bei solchen Foundations ist halt, wenn man irgendwie schwitzt, man darf halt echt nicht mit den Fingern drankommen, weil dann direkt alles fort ist. Hier, guckt euch meine Oberlippe an. Also sweatproof ist das nicht. Ich meine, wie soll denn bitte High Coverage und Matt sweatproof sein? Wenn man unter der Foundation schwitzt und dann einmal drankommt und alles abgeht, das ist für mich nicht sweatproof, tut mir leid. Der Concealer kann jetzt auch nichts mehr drücken, toll. Jetzt renne ich hier mit so einem Bart rum. Ich will die Base nicht abschminken, die gefällt mir voll. Und egal, was ich mache, es wird halt nur schlimmer. Die Stellen, wo ich schwitze, die gehen halt einfach nicht weg. Da fällt halt gar nichts mehr drauf. Als nächstes habe ich wieder ein Maybelline-Produkt. Den City Bronzer. Der sah ganz gut aus. Und ja, dann bronzen wir mal unser Gesicht. So, als Highlighter habe ich den More Than Glow Highlighter von Catrice in der Farbe 010 Ultimate Platinum Glaze. Gefällt mir auch ganz gut. Ein sehr schön natürlicher Gold-Champagner-mäßiger Schimmer. Ja, der gefällt mir. Der gibt so einen leichten Glow-Up. Auch nicht zu viel Glitter oder so. Also es sieht schön erwachsen aus, würde ich jetzt mal sagen. Wow, der Highlighter auf dem Lippenherz, mega nice. Das rettet sogar so ein bisschen die Foundation-Situation da. Richtig schön, wirklich, der gefällt mir übelst gut. Dann Setting Spray, das habe ich auch schon sehr, sehr oft benutzt, jeden Tag eigentlich, weil es einfach mega geil ist. Von Elf das Dewy Setting Mist. Sieht so aus, mega edle Verpackung und der Sprühnebel ist so fein, es ist so geil und es riecht gut. Und es gibt einfach einen schönen Glow und setzt alles und ja, also habe ich schon ausgiebig getestet, ich lieb's. Für einen geringen Preis. Ich würde sogar fast behaupten, dass das echt an das Dewy Setting Spray von Anastasia Beverly Hills rankommt, was ich davor hatte, aber ungefähr 3-4 Mal zu teuer ist. Ich verstehe nicht, wie ich früher ohne Setting Spray leben konnte. Das meine ich hier. Ich kann es einfach nicht. Hier. Ich krieg einfach es nicht geschissen, ordentlich meine Wimpern zu tuschen. Als nächstes Trended Up Contour and Glide Lip Liner. Und hier hinten ist sogar ein Spitzer dran, sehe ich gerade. In einer nudigen Farbe, weil ich sowas noch nicht so wirklich habe. Ich habe eher so pink-bärige Töne. Das zum Rausdrehen und trotzdem ist hinten ein Spitzer dran. Ah, okay. Nice. Ist auf jeden Fall schön cremig und lässt sich halt wirklich leicht auftragen. Könnte man auch einfach so tragen, ohne jetzt noch irgendeinen Lippenstift oder Gloss drauf. Ja, dadurch, dass er halt nicht so cremig ist und halt nicht so trocken, hat er halt auch eine gute Farbabgabe. Also der gefällt mir echt gut. Und als Lippenstift habe ich mir 5 verschiedene tatsächlich geholt. Wenn die anderen Farben noch erhältlich gewesen wären, hätte ich mir wahrscheinlich alle Farben gekauft. Weil es ist einfach super geil, ist von NYX. Und zwar die Shine Loud Lip Glosse, Liquid Lipstick Lip Glosse. Da habe ich mir diese 5 verschiedenen Farben geholt, einfach weil es die anderen nicht mehr gab. Finde ich alle geil, vor allem blau. Und der habe ich auch schon ausprobiert und wirklich, es ist der Wahnsinn. Der Liquid Lipstick hält bombenfest. Da kannst du knuschen mit, da kannst du die Maske dran reiben, es geht nichts ab. Und dieser Gloss, den man drüber gibt, der ist einfach so slidy glatt, also da klebt nichts. Die Lippen gleiten einfach übereinander, so da
Da verschiebt sich auch nicht großartig was. Das finde ich richtig spitze. Und dann nehme ich jetzt diesen Braun von hier. Das ist die 06 Boundary Pusher. Die Applikatoren finde ich noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. In der Zwischenzeit, wo das trocknet, zeige ich euch mal diesen Stift hier. Oh ja. Also, löscht wirklich das Make-up. Zwar halt auch alles drunter, wie Foundation und sowas. Deswegen halt wirklich nur punktuell benutzen, aber es macht auf jeden Fall seinen Job. So, und jetzt gebe ich noch das Gloss drüber. So nice. Es sieht halt so juicy aus und trotzdem hält es halt so bombenfest. Dann habe ich mir noch Wimpern geholt. Von Essence tatsächlich. Die Lash Like a Boss Wimpern. Mit 3D-Effekt im Style 03 Limitless. Das sind so ein bisschen natürliche Wimpern und die klebe ich mir jetzt mal ganz schnell auf. Ich habe noch ein einziges Produkt, was tatsächlich kein Make-up ist, aber das wollte ich halt unbedingt mal ausprobieren, weil ich mich immer gefragt habe, wie machen das alle? Und ich wollte das auch mal versuchen. Und zwar geht es um Styling Finish Baby Hair Gel von Balea. Und ja, habe ich auch schon ausprobiert und es ist ziemlich cool. Das ist halt einmal so eine Bürste mit dem Gel dran und dann kann man halt seine Babyhaare so ein bisschen stylen. Das mache ich jetzt mal eben. Ja, das ist halt so ein Übungsding, ne? Also, ich bin auch noch nicht so gut da drin. Aber wenn man es kann, dann ist es, denke ich, echt cool. Ja, also ich finde, das sieht schon irgendwie cool aus. Wenn man sich einen strengen Zopf macht und will, dass alles nach hinten ist, dann kann man die halt auch damit so ein bisschen nach hinten kennen, dass sie besser am Haaransatz halten. Und ja, dann würde ich sagen, ist das Make-up fertig. So, Fazit. Ich finde es auf jeden Fall richtig, richtig schön. Man kann halt auch mit Progerie-Produkten geiles Full-Face-Make-up machen. Meine Highlights waren tatsächlich auf jeden Fall das Setting Spray. Schon dieser Babyhaar-Stick ist schon nice. Der Highlighter, die Lidschattenpalette von BH. Ja, der Augenbrauenstift von NYX, ja, war auch ganz cool. Und ja, also, ich schmeiß es gleich weg vor Euphorie. Der Liquid Lipstick mit dem Lipgloss waren definitiv meine Favoriten. Alles andere war, ja, cool, kann man mal ausprobieren und würde ich sicherlich auch weiter nutzen. Wo ich mir nicht so sicher bin, ist tatsächlich die Foundation. Aber man muss halt auch bedenken, dass es in meiner Wohnung gerade 30 Grad sind. Weil Helga springt das Fenster hoch. Es ist halt eh, also ich würde halt, wenn es jetzt nicht dieser Produkttest wäre, dann würde ich halt niemals, niemals eine matte Full-Coverage-Foundation im Hochsommer tragen. Würde ich niemals machen. Aber wegen des Tests habe ich das jetzt mal gemacht. Ja, die sieht halt gut aus, ne? Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie sweatproof ist, aber definitiv nicht an den Stellen, wo ich am meisten schwitze. Und das ist hier auf der Oberlippe und am Kinn im Gesicht. Mal schauen, ob ich es heute Abend noch schaffe, ein Fazit über den Rest des Tages zu machen. Wenn ich mich heute Abend nochmal melde, um zu zeigen, wie die Base dann aussieht, dann seht ihr das jetzt. So, es ist jetzt 8 Stunden später. Und ja, jetzt kommt mein Fazit, wie alles gehalten hat. Der Lidschatten hat bombenfest gehalten. Eyeliner, ja auch. Ja, und auch bei der Base hat eigentlich alles super gut gehalten, außer die Foundation. Also jetzt sieht es schon mal nicht mehr so schlimm aus, weil alles einfach runtergeschwitzt ist. Ich habe jetzt hier überhaupt keine Foundation mehr drauf. Ja. Ich bin auch gerade in unsere super warme Wohnung gekommen und ja, schwitze noch mehr. Aber ich denke, in der Kamera kann man den Farbunterschied ganz gut sehen. Hier war halt den ganzen Tag richtig alles total fleckig und hat sich abgetragen und ist verschmiert und hier auch ganz, ganz schlimm. Ich meine, ich hatte ja auch noch die Maske auf, das muss man dazu auch sagen. Aber ja, also ohne Maske hätte ich genauso geschwitzt und dann wäre auch alles verlaufen. Ansonsten hat eigentlich alles super gut gehalten. Und der Lippenstift, ich muss dazu sagen, der hat jetzt nicht so gut gehalten. Der war nach ein paar Stunden schon ab.
Aber ich kann sagen, ich habe ja schon an Tagen, wo es nicht so heiß war, den Lippenstift getragen und der hat bis abends gehalten und ich hatte sogar Probleme, den abzuschminken. Aber ich denke einfach, weil ich so geschwitzt habe, gerade in dem Bereich, ist der halt einfach auch mit weggeflossen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe auch, es ist nicht zu lang geworden. Wenn ihr bis jetzt mitgeschaut habt, dann schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr so am coolsten findet und was ihr vielleicht gerne mal ausprobieren möchtet. Gebt einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, aktiviert das Glöckchen, um mich schön zu supporten. Guckt auch in Zukunft meine Videos bitte bis zum Ende, also sonst komme ich hier halt nicht weit. Und ja, folgt mir auf jeden Fall auch auf Instagram und TikTok. Und ja, ich verspreche wirklich, dass ich jetzt demnächst aktiver bin. Bis dahin, Kuss geht raus und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye!